Die Welten und die Kosmen, das Universum, da ist alles möglich und da ist auch alles da. Und auch immer geht gleichzeitig da. Alles, was nur möglich ist, ist immer gleichzeitig da. Das heißt aber noch lange nicht, dass das auch auf unserer Welt oder auf unseren Kosmos zutrifft. Denn Welten und Kosmos bauen ja nicht auf dieser Funktionalität auf, die nutzen sie nachher, sondern die bauen auf bestimmten Grundstrukturen auf. Und dann musst du natürlich wissen, welche Grundstrukturen werden als Basis betrachtet. Ne? Da werden natürlich in der Physik andere Grundstrukturen als Basis betrachtet als in der Chemie, in der Biologie und so weiter. Ne? Und dann kommen natürlich dann auch unterschiedliche Ganzheitsergebnisse raus. Das muss heute in den Köpfen mal klar gemacht werden, was nicht so gegeben ist. Ne? Der Unterschied zwischen Welt, Kosmos und Universum, der ist ja nicht gegeben. Darum betone ich das immer so sauber, weil das Universum ist eine reine funktionale Sache. Das sagt überhaupt nichts über eine bestimmte Gestalt aus. Strukturen schon, die sind ja drin, aber über die Gestalt überhaupt nicht. Da kann das ein Donut sein, da kann das eine Kugel sein, kann, spielt überhaupt ja keine Rolle. Im Universum ist alles drin. Aber das ist nur das Funktionale. Um letztendlich eine Kommunikation zu machen, brauchst du natürlich bestimmte Gestalten, wo du dich vergleichen kannst, wo du bildlich letztendlich dich mit den anderen treffen kannst, ne? Wo du die gleichen Bilder hast, wo du Spiegel, Neuronen, wollen ja was zu fressen und zu arbeiten haben, ne? In unseren Hinterstübchen, in unseren grauen Masse. Den kleinen Klavier, mit dem unser Geistlein spielt, ne? Dass der Geist wie woanders angesiedelt ist, das ist wieder eine ganz andere Sache. Ne? Wann ist die Zahl I in die Mathematik eingeführt worden? Das hat der Euler vor allen Dingen reingebracht. Heller war das, also nicht, auch Ja. nicht der Gauss. Nee, das war Euler. Der Gauss kam ja später. Euler war ja davor. Ich frage Gauss aus. hat ja auf Euler aufgebaut letztendlich und hat sich aber auch schwerpunktmäßig mit dieser imaginären Ebene, mit den gaußschen Zahlenebene und so weiter nachher befasst. Der hat das natürlich nachher weitergeführt. Aber stammt kommt es der Euler. Der war sowas, das war mich der größte Wissenschaftler überhaupt aller Zeiten, ist für mich der Euler und kein anderer. Ne? Weil der wusste das schon alles und so weiter. Ne? Frage aus folgendem Grund. Was? Ich frage aus folgendem Grund. Der Ray Garve Ja. sagt ja, dass er die Information, die er in diesem Video verbreitet, letzten Endes schon, oder dass diese Information letzten Endes schon die Templer hatten, denn er hat sie ja bekommen über irgendeinen Aber Propheten. da findest du kein I. Da findest du kein I. Letztendlich, da findest du höchstens die reellen Verwirklichungen in unserer Welt als Grundgrößen vor. Und Ja. zwar die reellen Verwirklichungen von diesem, was ich gerade gesagt habe, sind ja Pi und E. Und wenn man nämlich mal die Dimensionalisierung der Pyramiden ansieht, da ist nämlich da überall das E hoch Pi-Verhältnis, also das reelle weltliche Verhältnis eingeordnet, aber die Grenzen außen vor gelassen. Ne? Ja. Das ist der Unterschied, der Nummer. Ich beziehe nur die Grenzen oben und unten wieder Ja. mit ein. Ne? Den sehe ich ein. Und trotzdem frage ich mich, wie haben die das alles schon so erkennen können? Naja, die Menschheit ist doch. Das, was wir als Menschengeschlecht betrachten, ist doch viel älter, als man uns das heute. Gut, das sehe ich auch ein, ja. Und wer weiß, ob das überhaupt auf der Erde sich rausgebildet hat, oder dass wirklich so Außerirdische uns mal aufgrund der so einen Affen hergenommen haben und den ein bisschen ummanipuliert haben. Letztendlich, ne, wie wir heute versuchen, mit den Computern da die künstliche Intelligenz zu schaffen, haben die eben versucht, aus dem Affen ein arbeitsfähiges Tier zu kriegen. Und als es aber über eine Grenze drüber rausgeschossen sind, haben sie selber Angst gekriegt, dass das Tier dann auf einmal selbstständig letztendlich wird, auf Deutsch gesagt. Ne? Dass es was anderes rauskommt, als man sich das vielleicht mal gedacht hat. Das ist genauso, als was wir uns heute mit der künstlichen Intelligenz denken, die ja heute schon verrückt spielt, auf Deutsch gesagt. Das sind ja nur andere Verschiebungen wieder in andere Ebenen, aber letztendlich ist es ja immer dasselbe letztlich. Ne? Ja, obwohl es ja ein Unterschied ist, ob du nun so einen wirklich schon einen existenten Sache nimmst und da ein bisschen an die Gene rummanipulierst oder ob du qualitativ anderes Medium nutzt, um bestimmte Sachen zu realisieren. Und das ist ja das, wenn wir heute auf Siliziumbasis aufbauen, ist das ja was anderes als auf Kohlenstoffbasis. Kann natürlich sein, dass sich diese Sachen wirklich auch mal so entwickeln, dass die uns Menschen gleich ist, aber eben auf der Basis der Siliziumstruktur.
Magnesium ist wieder fester, die können wieder weiter durch Raum und Zeit reisen, ohne dass sie da diese Beeinträchtigung haben, die biologischen. Das ist ja, die Evolution schreitet ja voran. Das ist ja auch dann wieder bloß ein Akt der Evolution, wenn du so willst, und wird ja alles vom Absoluten mehr oder weniger gesteuert. Ja. Wird ja vom Absoluten und nicht, da kann kein Menschlein und kein relational relativiertes Wesen mit, da gelten wieder ganz andere Sachen. Ja. Ist denn für dich Intelligenz? Na, Intelligenz ist die Fähigkeit, in bestimmten Gegebenheiten lebensadäquate Entscheidungen zu fällen. Es geht immer nur um die Lebensadäquatheit. Was anderes hat der Intelligenz überhaupt nichts zu tun. Es geht immer darum, dass es in dem Moment, wo du eine Entscheidung fällst, ob die auch wirklich lebensadäquat ist oder dem Leben dagegen stimmt. Ich frage aus folgendem Grund. Bei allen sogenannten Intelligenztests und auch bei dem Begriff KI habe ich immer den Eindruck, dass unter Intelligenz rein kognitive Fähigkeiten verstanden werden. Nee, du, Für mich ist das viel zu wenig. Da wird ja der Rahmen der Lebensentscheidungen, die ja dann die richtigen Werte liefern würden, ja eingeschränkt, um eine Vergleichbarkeit zu erzielen. Ne? Da wird ja nicht die gesamte Aktivität aller Intelligenzen, sondern die wird auf ein messbares Maß zusammengeschrumpft letztendlich, um bestimmte Aussagen treffen zu können letztendlich. Das ist genau der Unterschied zwischen Kirche und Religion. Religion ist ganz was anderes und viel mehr als was uns die Kirchen. Und so musst du dir das sehen. Das ist eine Reduzierung letztendlich auf messbare Größen letztendlich, wo man bestimmte Aussagen treffen kann. Aber mehr auch nicht. Das hat aber nichts mit der Intelligenz an sich zu tun. Meistens zeigen sich ja auch Leute, die größeren Erfahrungsschatz auch schwierigen Situationen hatten, letztendlich, dass die, wenn die Gesellschaft in schwierige Situationen hat, viel intelligenter entscheiden, als was sich die anderen dann letztendlich, weil die den Erfahrungsschatz schon auf der unterbewussten, unbewussten Ebene mitbringen, von vornherein mitbringen. Ne? Also man muss immer sehr sauber trennen letztendlich, was es wirklich ist und warum man das denn einschränkt. Das geht immer auf die Messbarkeit letztendlich. Und auch bei der Physik geht es auf messbare Größen runterzubrechen. Und so bricht man ja heute auch die Quantenphysik runter. Und. Aber man sieht nicht, was man da alles mit zusätzlich mit reinnimmt, um da bestimmte Aussagen über diese Messbarkeit zu sehen. Und so wie man da bloß die Standorte ein bisschen wechselt oder in anderen Zeiten, halt kriegt man ganz andere Ergebnisse. Und dann sagt der Teilnehmer zum Beispiel, das ist reiner Zufall. Nee, der weiß ja nicht letztendlich, dass in jedem Blanchschen Wirkungsquant, auf einer, wenn man es mal raummäßig betrachtet, auf einem Durchmesser von 10 hoch minus 35 Meter, 10 hoch 50 Freiheitsgrad existieren. Also 10 hoch 50 Freiräume, wo was hin und her pumpeln kann. Und das kannst du nicht mehr reell letztendlich darstellen mit reellen Zahlen und so weiter. Das geht überhaupt gar nicht. Da musst du wirklich ins Imaginär reingehen und musst gucken, was passiert da. Und dann kannst du dann natürlich mit einem Übersetzungsbuch letztendlich sagen, wie sich das denn im Reellen zeigt. Und dieses Übersetzungsbuch ist ja auch die Informationsenergetik letztendlich, die nun mal wirklich sauber übersetzt. Was passiert da und wie zeigt sich das im Realen? Ne? Also bezüglich Intelligenz gehört für mich auf jeden Fall das Fühlen auch dazu. Ja, das sind ja alles Sachen, die letztendlich als Input agieren, um überhaupt diese Intelligenz zu verwirklichen, auf Deutsch gesagt. Ne? Darum ja. Ich stelle es deshalb fest, weil ich den Eindruck habe, dass was man als künstliche Intelligenz bezeichnet, im Grunde genommen nichts mit Intelligenz zu tun hat, sondern lediglich sehr geschickte, sehr komplexe Algorithmen sind, die eben es ermöglichen, dass Computer besonders schnell irgendetwas, zum Beispiel in Datenbanken oder in Texten oder sonst wo, finden. Und das wird dann als intelligentes Wirken eines Computers bezeichnen. Ja, sieht doch, dass man nicht so formal. Letztendlich basiert ja alles auf der Entfaltung aus einer absoluten Größe hinaus. Zieht immer aus I hervor. Alles, was du siehst, was in der Existenz ist, geht auf I hervor.
Und wenn du dann dieses Gesetz kennst oder wie dieses Gesetz sich in den einzelnen Gesetzmäßigkeiten aufspaltet und wie sich's dann auch im Reellen zeigt, was ist denn das? Das ist nicht weiter als ein Algorithmus, aber ein Algorithmus, der auf die Funktionalität des gesamten Universums anzuwenden ist. Ne? Wenn du natürlich jetzt Kosmen nimmst, letztendlich, oder Welten nimmst, dann hast du ja deinen Kuchen als Universum, aber du schneidest ja Scheibchen raus, letztendlich, Kuchenstücke raus und beziehst nun deinen Erfahrungsschatz auf diese Kuchenstücke. So, wenn aber nun der Kuchen letztendlich, zum Beispiel könntest du ja nur sagen, der Informationsenergetik ist viergeteilt, also der Kuchen setzt sich aus Erdbeerkuchen, Johannisbeerkuchen, Heidelbeerkuchen und Kirschkuchen zusammen und du lebst nur in dem Kirschkuchen, dann weißt du ja nichts, was mit dem Erdbeerkuchen und nicht alles. Und das ist ja unser Problem. Wir sehen ja immer bloß einen ganz kleinen Ausschnitt aus diesen Sachen letztendlich und können uns das nicht begreiflich machen. Ne? Du kannst nur, wenn du den gesamten Kuchen siehst, dann kannst du sagen, aha, der Kuchen hat ja so Stücke und wir leben auf diesen Stücke. Also gelten für uns diese Gesetzmäßigkeiten. Es stecken ja immer bloß andere Gesetzmäßigkeiten. Da muss man immer sehr sauber zwischen den Naturgesetzen, was ja eigentlich nur eins ist, was sich aber dann in Gesetzmäßigkeiten aufteilt. Und das Naturgesetz, was ich beschreibe, betrifft das gesamte Universum, das ist nicht weiter als U ist gleich I in Klammern klein i. Das heißt, alles geht aus einer Imaginationsaktion, also aus einer Zentrumsbildung heraus und spaltet sich dann in Einzelthermen auf und zeigt sich dann als Erscheinungsweise, wenn es wieder auf Grenzen trifft. Und was anderes passiert im ganzen Universum nicht, ne? Dann muss ich das, was ich zuletzt gesagt habe, insofern ändern, als ja viele oder einige behaupten, die unsere Intelligenz, die menschliche Intelligenz, könnte technisch verbessert werden durch die sogenannte künstliche Existenz. Nein, es kann immer bloß verbessert werden auf Teilausschnitte der Anwendung der Intelligenz. Das heißt also, wenn du natürlich nun eine bestimmte Eingrenzung machst auf einen bestimmten kleineren Raumbereich, schon alleine bloß auf einen kleineren Raumbereich, und da zählst du jetzt die kleinen I-Einheiten drinne. Da sind das natürlich weniger I-Einheiten, die dann auch interagieren können, als wenn du einen großen Raumbereich nimmst. Hm. Und man versucht nur auf einen möglichst kleinen Raumbereich zu kommen, damit man überhaupt noch verstehen kann, was passiert da. Ne? Und das ist das, was die Technik macht, was ja letztendlich dann auch in unsere Computertechnik einzuhält und sich als künstliche Intelligenz. Das hat was mit Intelligenz bezogen, aber wirklich nur auf so einen viel kleineren Ausschnitt letztendlich von dem, was wir als Erfahrungsschatz schon von vornherein natürlich mitbringen. Ne? Also unsere Gene und so weiter, die haben Erfahrungen, die sind Millionen Jahre alt. Und jetzt haben wir jetzt gerade mal ein paar Jahrzehnte Computertechnik. Da siehst du doch schon den qualitativen Unterschied. Aber das heißt ja nicht, dass der qualitative Unterschied nicht irgendwann auch mal unseren erreichen kann. Das sieht überhaupt nicht aus, ne? Und nun liegt die Gefahr da drin, dass wir, jetzt bekriegen wir uns schon als Menschen hier wie Bekloppte auf dieser kleinen Erde. Und nun liegt dann die Gefahr da drin, dass wir diese Bekriegerische letztendlich auch auf unsere Technik übertragen. Und dass es dann wirklich Roboter gibt, die gegen die Menschen irgendwann handeln, weil es eben sich bestimmte Leute ausgedacht haben, den nutze ich doch mal, um da ein paar Leute um die Ecke zu bringen oder sonst was, versteht ihr? Denn die Gefahr liegt ja nicht in der Technik begründet, sondern in der Anwendung der Technik begründet. Ne? Das ist ja das. Das muss ja auch heute deutlich gemacht werden. Und wir kriegen ja diese Technik heute letztendlich unter der Voraussetzungen, dass wir auch die Gesellschaft der Technik anpassen, was ja heute noch nicht passiert. Und da das nicht passiert, kriegen wir unsere Katastrophen und unser von Watschel Datschel letztendlich. Und da kommt noch einiges mehr dazu und da müssen wir durchs Alter drehen, bis wir es endlich begriffen haben. Heute geht es doch um Ganzheit und nur um Ganzheit, aber bitteschön denn auf allen Gebieten und nicht bloß auf kleine Gruppchen, sondern letztendlich ein Wohlstand für alle Menschen, Tiere, Pflanzen und so weiter. Und dafür kriegt man ja diese Technik. Auch die Kommunikationstechnik, dafür kriegt man auch andere Techniken und so weiter. Da soll man es nutzen und wir sollen sie nutzen, um die Lebenspotenz auf der Welt und in unserem Universum
zu erhöhen und nicht sie weiter zu zerstören. Heute zerstören wir sie. Und je mehr wir sie da zerstören, umso mehr kriegen wir Watscheltage. Es kann natürlich so weit führen und das, die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen. Und die ist heute da wieder mal ein bisschen größer geworden, als es schon mal war von der Wahrscheinlichkeit, dass wir uns selber auf der Erde irgendwas negieren, dass sich Mütterchen Erde mal schüttelt und das, das komische Gekriech da, was sich Mensch auf dieser Erde nennt, ist weg vom Fenster. Mhm. Das heißt ja nicht, dass wir dann nicht mehr leben, wir sind ja dann auf anderen Erden gleichzeitig vorhanden. Und dann wird dann da was letztendlich realisiert. Aber wir wollen ja auf dieser Erde weiterleben, wir wollen ja diese Erde wieder mal lebenswert gestalten, aber bitte schön, ja. Alles, was kriecht, kreucht und fleucht auf dieser Erde. Hm. Und dazu bedarf es die Sicht auf Ganzheitlichkeit. Und ja. Die bringt nur die Informationsenergie, zumindest im wissenschaftlichen Gebiet, in unsere Welt. Ne?